So, geht das? Funktioniert das? Wenn wir eben probieren, funktioniert das? So, hallo und herzlich willkommen zu Kurset Hause. Und ich würde sagen, ich mach mal Controls. Achso, ich kann nichts einstellen. Das ist super, deswegen würde ich sagen, a new game. Und dann legen wir los. Ich bin gespannt, was das wird. Das kann nur gut werden. Das, also, naja, wir schauen mal. Oh, erstmal nach Hause kommen. Oh, наконец-то я приехал в свой новый дом. Так, смотрю, уже некоторые коробки с вещами мне завезли. Сил, конечно, уже нет, но лучше сейчас их занести на чердак. Glaube ich, sollte die Kartons einfach mal in die Attic bringen. Attic ist Dachboden, ne? Genau. Ach ja, schön wieder zu Hause zu sein. Ach, war das ein langer Umzug, meine Güte. Дом в отличном состоянии. Удивительно, что бывший владелец продал его по такой низкой цене. Aber ich bin froh. Неважно. Ich bin froh, wieder da zu sein. Place it here. Guck mal. So, unser Haus sagt uns ja auch, was wir zu tun haben. Ach, guck mal. Hier, mein altes Dreirad. Gott, ist das lange her. Ach, Gott. Meine Güte. Und hier mein Schiff, was ich früher gebastelt habe. Hier habe ich ganz häufig mit meinem Opa immer gesessen. Ach, jetzt haben wir das Haus geerbt. Und hier haben wir immer ganz lustige Videos geguckt. Auf diesem alten Fernseher mit dem alten Videorekorder. Ach, ist das schön. Der funktioniert sogar noch. Ich freue mich, die alten Videos nochmal zu schauen. Ach, ist das toll. Mein Gott. Ach, ist das schön. Hier sogar noch mein alter Teddybär. Ach, ist das supi. Guck mal, ich freue mich, hier zu sein. Guck mal, so sehe ich aus. Ich habe mich gar nicht verändert. Mich gibt's gar nicht. So habe ich mich verändert. Guck mal an. So, ich würde sagen, ich gehe nochmal die anderen Kartons holen. Und ja. Dort werden wir mal schauen, ob ich das hinbekomme hier. Guck mal, da steht sogar noch meine Brechstange. Das ist quasi mein Türöffner. Hier bin ich ja reingekommen damit. Es gibt ja keinen Schlüssel. Ich muss halt jedes Mal die Tür aufbrechen, weil sonst funktioniert das nicht. Gut, dann würde ich sagen, packen wir einfach mal die anderen Kartons dahin. So, zack. Ach, ich freue mich darauf, hier endlich zu wohnen. Ach, ist das schön. Ach, guck mal an. Ich habe ein bisschen Musik angemacht im Hintergrund. Ihr hört es wahrscheinlich. Ich freue mich, dass ich euch mitnehmen darf hier in meiner neuen Wohnung. Ach ja, Opa hat es richtig schön gehabt. Darf ich? Ich mache gleich eine Rundführung. Ja, wir gehen einfach mal gleich rum. Ich bringe jetzt noch mal eben den Karton nach oben. Ich düse mal. Ach, guck mal hier. Opa war ein großer Baseballer. Er hat noch die von der Highschool noch die Medaille. Guck mal, das ist doch super. Ach, guck mal, unser alter Wasserkocher von Kettle. Ach, als wäre es gestern gewesen. Ist ja unfassbar. Als wäre es echt gestern gewesen. So. Ich würde mal sagen, ich gucke mal. Ach, so. Ach, komm, wir gucken mal, was Opa hier sonst noch hat. Was haben wir denn hier? The Best of the Show. Natürlich, das Buch schlechthin. Das hat mir mein Opa immer vorgelesen. Und Create the Best Product. Natürlich, Opa war ja ein Erfinder. Wie hätte ich es vergessen können? Ach, guck mal hier. Guck mal. Ach, ist das schön. Mein Vater, meine Mutter und meine Schwester. Die sind alle weggezogen. Und ich habe mich um Opa immer gekümmert. Ach, guck mal, ist das nicht traumhaft? Da waren wir mal im Urlaub. Das ist ich komme nicht drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das nochmal hieß. Ah, und hier unser Urlaub am Strand. Ach, wie schön das war. Hier unsere Bergtour. Das ist so traumhaft. Und hier nochmal ein größeres Bild vom Strand. Ach, das ist einfach sehr, sehr schön. Und hier die Burg, die wir besichtigt haben im Schwarzwald. Das war so ein Traum. Das war richtig schön. Ach ja, guck mal. Ach, hier habe ich meinen Laptop aufgeschlagen. Hier werde ich dann demnächst arbeiten. Guck mal, Opa hat so viele tolle Bilder aufgehangen von uns. Immer dieselben. Und hier, ach, schön. Guck mal, der alte Fernseher, die alte Fotokamera. Und in Paris war Opa natürlich auch. Guck mal an. Das ist doch, ach, schöner kann es doch gar nicht sein. Guck mal hier, to do it. So, guck mal, wir brauchen Milch. Ach, guck mal, Opa hat mir noch ein paar Zettelchen dagelassen. Ach, ja, gut. Hier können wir schön kochen.
Ach, die Küche. Huch, ich komme hier gar nicht durch, weil ich zu dick bin. Ich habe zugenommen. Entschuldigung, ich muss um die Küche andersrum laufen. So, ich komme hier auch nicht durch. Ich habe ein wenig zugenommen, deswegen passe ich da nicht mehr durch. Hier auch nicht. Naja, egal. Ich wollte eigentlich rausgucken, denn da ist echt schön bei der Nachbarschaft. Aber naja, gut. Zeige ich euch später. Ist auch gar kein Problem. Ich würde sagen, ich räume jetzt noch die letzten Kisten nach oben. Und, so, V-Sync ist auch on point. Und dann, huch, so, wir verwischen so zwischendurch ein bisschen die Augen. Ah, ich bin schon müde noch so. Ich bin noch müde vom Umzug. Deswegen, also, ja, gut. So, gucken wir mal. Also. Es rauscht hier ein bisschen im Hintergrund. Das liegt tatsächlich daran, weil das sind auch alte Rohre im Haus. Ja, wie Opa hier gewohnt hat und so. Der hat ja auch nicht mehr so die Kraft gehabt und alles. Und Handwerker war nur zu teuer. Früher hat er immer alles selbst gemacht. Das hat er alles selber gebaut hier. Deswegen, Так, ja. А вот эту коробку лучше принести в комнату, где я буду работать. Точнее, в мой маленький офис. Ach ja, in meinem kleinen Office. Mein kleinen, wo ich früher, das war mein Kinderzimmer früher hier. Guck mal. Ach, das packe ich lieber hier hin. Guck mal. Ach, hier steht sogar noch mein alter jugendlicher PC. Ну все, вроде все коробки занес. Теперь можно прилечь, немного отдохнуть. Ja. Ich bin so kaputt, ich werde mich, glaube ich, jetzt erstmal hinlegen. Ich werde mich jetzt, glaube ich, erstmal schlafen legen. Hier auf die Couch. So. Что происходит? Что случилось с домом? Was hier passiert? Was? Hä? Gut, dass ich noch mein altes Armeefeuerzeug dabei habe. Wieso ist denn auf einmal die Tapeten hier so lose? Was ist denn hier passiert mit dem... Ach Gott, Opa, was hast du denn hier gemacht? Hast du hier gar nicht mehr tapeziert oder was? Was ist denn hier los? So, was haben wir hier? Was ist das? Das sieht mir komisch aus. Okay. Die Tür funktioniert nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich guck. Licht scheint auch nicht zu gehen. Okay, muss ich die Tür aufmachen? Nein. Schupp. Блять! Блять! Что это было? Опа, bist du's? Alter. And you're mine now. Ich will aber nicht dein sein. Let's go play in the other room. Keep your ears open. Will ich nicht. Ich will in meinen Schubladen gucken und vielleicht Pfefferspray raussuchen. Was machen sie da? Weitaus besser, ja. So, Opa, lass das doch... Wie play in der anderen Room. Hier geht aber keine Tür auf. Was soll denn das? Er hat mich angelogen. Play in the other Room. Habe ich ein Inventar? Nein, habe ich nicht. Ich kann zwar Tab drücken, aber dann passiert irgendwie nichts. Dann bin ich in einem unsichtbaren Menü. Ah, da oben ist zu. Okay. Aber hier, wenn ich Tab drücke, geht der Cursor in der Mitte weg. Aber ich kann nichts machen. Hallo? Hilfe! Was die Nachbarn wohl denken, wenn ich hier mit dem Feuerzeug rumrenne? Oh, ich kann um Ecken gucken. Das ist nicht gut. Ja, play in the other room. Ist ja ganz toll. Gut, ja. Wir sind also im Raum. Und hier ist die Fensterscheibe kaputt, oder? Ach nee, das sind alte Blätter, sollen das sein, ne? Hm. Okay. Er sagte, play in the other room und keep your eyes open, ne? To do, need milk, ja. Ah, da. Also doch ein Schlüssel. Nein, der Schlüssel ist hier. Wo kommen wir da raus?
Ach, das ist mein Hinterzimmer. Ich hab's ganz vergessen. Ohren, nicht Augen. Ah ja, Ohren. Keep your ears open. Entschuldigung. Откуда здесь взялась эта шкатулка? Похоже, к ней нужен какой-то ключ. Ich brauche also einen Schlüssel für diese ominöse... Okay, worauf habe ich mich da eingelassen? Worauf habe ich mich da tatsächlich eingelassen, wieder hier im Stream? Das zu spielen? Opa, bist du's? Brauche also einen Schlüssel. Jetzt muss ich also den ganzen... Okay, im Dachboden komme ich nicht mehr, schon mal gut. Ach. Opas Schlafzimmer. Und Opas Badezimmer. Hallo. Ja, okay. Bisher ist es gruselig und etwas niedlich zugleich. Alter, mach nicht sowas. Ich hab Gänsehaut. Kassette? Ah, find the old TV in the attic. Will ich das sehen? Was auf dem Video ist? Ah, Opa hat ja tolle Videos mit uns immer geguckt und aufgenommen. Ach, natürlich. Habe ich ganz vergessen. Danke, Opa. Das ist bestimmt Opas Geist. Der gerade hier... Huch, ach, guck mal, Opas Kleiderschrank. Hier sind noch seine Schuhe, seine Schlappen. Seine Tempelflitzer. So, dann würde ich sagen... Opa? Ich gehe... Achso. Geh in die Attic. Ich gucke mir jetzt ein Filmchen an. Ist schon dunkel. Opa hat Licht ausgemacht. So. Erinnert mich ein bisschen hier so ein bisschen an Exorzist, ne? So, das heißt, ich würde sagen, wir legen mal das Band ein und gucken uns mal ein Filmchen an. Jawoll! Erstmal zurückspulen. The camera is recording. Hello? Yeah, it's on. First, I need to find a candle. It looks like I put it in the attic. Matt? Alter, willst du mich verarschen? Oh Gott, und dieser Sound, ne, dabei. Uff. Was spiele ich hier? Alter, was spiele ich hier eigentlich gerade? Candle in the Attic. Aber wo finde ich hier den Candle? Was? Candle. So, wo ist die Candle? Wo ist die Candle in the Wind? Noch mache ich lustige Sprüche. Oh Gott, ist das gruselig. Opa, ich habe dir nichts getan. Sag mir nur bitte, wo die Candle ist. Find the Candle in the Attic. Da sind die Candles. So. Go back and place the candle to the floor. Oh nein, hat er ein Ritual gemacht? Oh nein. Ich bekomme Backroom-Vibes. Ja, ich auch gerade. Ich hasse sowas. So Found-Footage-Filme. Das ist ja der Raum, wo wir die Kiste gefunden haben, ne? Oh nein. Und jetzt? Soll ich mich da reinstellen? Oh Gott, ich muss die Kerzen anmachen. Noch heller geht's nicht, oder? Oh, das wird so furchtbar. Oh Gott, das wird so furchtbar, Alter. In... Das sind alles Runen, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich... Твою мать! Похоже, в доме пропал свет. И вообще, что за херню я только что посмотрел? Так, где-то на чердаке я оставлял коробку с химсветом.
Свет от зажигалки никуда не годится. Find the box with the glow sticks. Waren hier nicht die Boxen am Stehen? Ah ne, ich bin ja woanders. Oder andere Tag, anderes Jahr? Die Box mit den Glow Sticks. Hier, da ist sie. Nichera себе, сколько их тут. Хоть жопой жуй. What? G für Glow Stick. Так, нужно сходить в подвал и включить свет. Go to the basement. Natürlich gehe ich jetzt in den Keller. Schwalbe, ich grüße dich. Ja, ich hatte einen schönen Urlaub. Das ist, wie nennt sich das nochmal? Cursed House. Besessenes Haus. Wie kann es nur besser sein? So, ich hatte einen schönen Urlaub. Dankeschön. So. Ja, wir sind bei Opa zu Hause. Glaube ich. Oh. Schön hat das. Ein bisschen renovierungsbedürftig mittlerweile. Wo ist denn überhaupt der Keller? Oh, der Kühlschrank ist offen. Das ist nicht gut. Riecht muffig. Okay. Hä, wo ist denn der Keller? Hallo. Hallo. Das ist wahrscheinlich nur eine Eule da hinten. Aber wo ist denn der Keller? Ah, hier. Okay. So, gucken wir mal. Hello. Oh Gott. Ich will hier wieder raus. Oh, ich wollte schon sagen, Schaukelstuhl. Ah. Was Opa hier noch gebunkert hat, guck mal an. Gott, das ist furchtbar. Huch, wo geht's denn überall noch hin? Warte mal. Ah, oh, sind noch alte. Dieser Keller kommt mir unheimlich bekannt vor vom anderen Spiel. Das muss man sagen. Ja. War ein Versuch wert, Strom anzumachen. Oh. Hä, hey, die waren doch vorher nicht an, oder? Hallo? Schublade. Ich versuche sie zu öffnen, aber es geht nicht. Und wir haben... Okay, 11 Uhr 36. Oh, ein Spiegel. Ah, die alte Garderobe von Opa. Und der alte Schallplattenspieler. Nice. Schön, freue ich mich. So. Wie gut, dass der Glowstick für immer hält. Hoffe ich. Sagte er. Oh, ein neues Band. Was werden wir dieses Mal sehen? Ja, ich hoffe nur bessere Sachen. Ich hab's gewusst, das war so... Das war so der Klassiker. Tschüss! Es war so der Klassiker, es war so klar, dass das kommt. Nun gut. So, ja, natürlich werden wir das neue Videochen von Opa angucken. So. Opa, lass uns ein neues Videotape reinschmeißen. Die besten Jumpscares sind immer die, mit denen man am wenigsten rechnet.